Der ehemalige Truppenübungsplatz Tennenlohe wurde 1994 als Naturschutzgebiet ausgewiesen. Das Naturschutzgebiet Tennenloher Forst beherbergt sehr viele vom Aussterben bedrohte oder sehr seltene Tier- und Pflanzenarten, wie zum Beispiel die Gelbbauchunke, die in kleinen Tümpeln im Naturschutzgebiet ableicht. Oder die Heidelerche, deren melodischer Gesang im Frühjahr weithin zu hören ist. Selbst fleischfressende Pflanzen wie den rundblättigen Sonnentau findet man auf nassen Sandböden. Unübersehbar ist die ehemalige militärische Nutzung des Gebietes. Sandsteinfelsen wurden als Zielscheiben verwendet. Noch heute stecken Geschosse der Panzer-MGs im Felsen. Und immer wieder werden hochgradig gefährliche Werfergranaten gefunden. Chef der schwarz-weißen Pfauenziegentruppe ist nach wie vor der Pinzgauer Bock Rudolf alias Gerch Fränkisch. Die schwarz-weißen Pfauenziegen sind eine alte, vom Aussterben bedrohte Ziegenrasse aus dem hochalpinen Bereich. Sie sind besonders robust und widerstandsfähig und bestens für die Landschaftspflege geeignet. In dem 95 Hektar großen eingezäunten Gelände weiden aber nicht nur Ziegen, sondern auch Przewalski Urwildpferde. Ihre Aufgabe ist es vor allem, die Reitgrasbestände kurz zu halten. Thank you.
Die Ziegen haben vor allen Dingen die Aufgabe, die Gehölzverbuschung zurückzudrängen und fremdländische Arten wie die spätblühende Traubenkirsche zu verbeißen und so zum Absterben zu bringen. Auch im Winter geht es der Traubenkirsche an den Kragen. Die Knospen werden verbissen, die Rinde wird geschält und die Tiere wetzen ihre Hörner bzw. die Duftdrüsen zwischen den Hörnern an der Traubenkirsche. Da die leckersten Früchte, sprich Nadeln, meist sehr weit oben hängen, stellen sich die Ziegen durchaus auch mal auf zwei Beine. Auch bei den Ziegen gibt es eine Rangordnung und die wird natürlich mit den kräftigen Hörnern ausgetragen. Da die Ziegen ganzjährig auf der Weide stehen, wurden auch Unterstände eingerichtet. Was wäre ein Ziegenprojekt ohne den entsprechenden Nachwuchs? Die kleinen Zicklein bilden oft einen richtigen Kindergarten. Schwarze Pfauenziegen sind keine Seltenheit. Das stammt wohl aus den uralten Genen dieser seltenen Haustierrasse. Im Winter werden vorwiegend die Besenheide und der Ginster gefressen. Auch junge Kiefern haben keine Chance.